Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ganz besonders liebe Mitfeiernde an den Bildschirmen. In diesen Corona-Zeiten werden wir ganz besonders mit Krankheit und Leid konfrontiert. Es gibt einen Patron der Kranken und Behinderten, der leider viel zu wenig bekannt ist, nämlich den seligen Hermann, den Lahmen. Nun, jeder von uns wird früher oder später auch zu den Kranken oder Behinderten gehören. Schauen wir deswegen ein bisschen auf diesen Seligen, was er uns zu sagen hat. Der selige Hermann kam schon schwerst behindert auf die Welt, im Jahre 1013 im württembergischen Altshausen. Er hatte ganz schwere Lähmungen und er konnte ohne fremde Hilfe sich nicht von der Stelle bewegen. So war also sein Leben ein einziger Kreuzweg. Seine Eltern aber ließen ihn nicht einfach hängen, sondern sie wollten, dass dieser Bub gefördert wird, wo es nur geht. Aber das war für ihn auch etwas ganz Schweres, denn er musste damit mit 7 Jahren von seinen Eltern weg, weit weg damals, in die berühmte Klosterschule auf der Insel Reichenau im Bodensee. Nun war er also auch von seiner lieben Mutter getrennt. Wahrscheinlich kommt es daher, dass er deswegen ganz besonders die himmlische Mutter Maria entdeckt hat und in seinem Leben ganz besonders geliebt und verehrt hat. Sie ist ihm sozusagen zur zweiten Mutter geworden. Und deswegen wohl hat er auch ein ganz wunderbares Marienlied gedichtet, das heute noch weltbekannt ist, das Salve Regina, das jeder Priester und alle Ordensleute außerhalb der besonderen Zeiten jeden Tag beten. Wir singen es heute auch noch in Lateinisch nach der Kommunion, aber ich lese es Ihnen jetzt in Deutsch vor und wir müssen es natürlich jetzt hören aus der Sicht dieses schwer behinderten Seligen, der dieses Lied gedichtet hat. Gegrüßet seist du, Königin, Mutter der Barmherzigkeit. Zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas. Zu dir seufzen wir, trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen. Wohlan denn, unsere Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen uns zu und nach diesem Elend zeige uns, Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes und so weiter. Meine Lieben, Kranke und Leidende sind für uns Christen nicht Menschen, die man auf die Seite stellen darf. Das sind nicht Menschen, die man abschreibt oder gar versteckt, wie es in unserer Gesellschaft oft geschieht. Die Mönche von der Reichenau haben sogar so einen Schwerstbehinderten schließlich in ihre Klostergemeinschaft aufgenommen. Das ist eigentlich etwas Unglaubliches. Denn das bedeutete ja für die Mitmönche eine große Belastung. Die Behinderten spielen eben eine wichtige Rolle. Und das war wahrscheinlich ausschlaggebend für diese Mönche. Die Behinderten wecken in uns tagtäglich Mitleid. Sie machen uns dankbar, weil sie uns Gesunden lehren: Dank Gott jeden Tag, dass du gesund bist. Der Abt hat ihn sehr gefördert, weiterhin. Er hat wahrscheinlich bald gemerkt, dass er auch trotz seiner Behinderung ganz andere Begabungen hat, geistige Begabungen. Und
Hermann der Lahme beschäftigte sich deshalb mit astrologischen Gesetzmäßigkeiten, mit den genauen Zeitrechnungen von Jahren und Tagen. Er konnte mit der Zeit sogar den Erdumfang berechnen. Er hat eine sehr bekannte große Weltchronik geschaffen. Und in dieser Weltchronik ist der Bezugspunkt die Geburt Christi. Und daher wird seit Hermann dem Lahmen eigentlich die Zeit vor und nach Christus berechnet und betrachtet. Und gerade und ausgerechnet durch diesen Schwerstbehinderten kam das Kloster Reichenau zu höchster Blüte. Und es hatte eine europaweite Ausstrahlung. Meine Lieben, so viele Behinderte werden heute abgetrieben. Es gibt eine regelrechte Fahndung nach ihnen. Das ist ein großes Tabuthema. Mit jedem Behinderten hat Gott etwas vorgehabt. Wenn er kein großes Talent geworden wäre, so wäre doch jeder Behinderte eine lebendige Predigt geworden, dass alles Gnade ist, dass wir dankbar sein müssen. Hermann der Lahme, der Selige, ist in seinem schweren Kreuztragen nicht verbittert, weil er ein tiefgläubiger Mann war. Er war nicht unglücklich, sondern er war durch die Schule des Leidens gereift und innerlich groß geworden. Sein Schüler Bernhard berichtet, er war bescheiden, er war gütig, leutselig, fröhlich, er verteidigte den Glauben, er kämpfte gegen die Niedertracht und Gemeinheiten und Ungerechtigkeiten. Und, so betont er, er war glücklich. Wenn ich in Ursberg immer wieder einmal die Behinderteneinrichtung besuchte, dann habe ich auch so viele glückliche Menschen dort gesehen. Und ich bin selber wieder glücklicher und dankbar nach Hause gekommen. Und so verstehen wir jetzt auch die Lesung des Apostels Paulus umso besser, wenn er schreibt heute: Deshalb seid ihr voll Freude, wenn es auch für kurze Zeit jetzt sein muss, dass ihr durch mancherlei Prüfungen betrübt werdet. Dadurch soll sich eure Standfestigkeit im Glauben, die kostbarer ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist, herausstellen. Also die Prüfungen unseres Lebens haben eine große Aufgabe. Wir sollen trotzdem voller Freude sein, weil diese Prüfungen nur zeitbedingt sind, weil es im ewigen Leben keine Prüfungen mehr gibt. Der selige Heinrich Seuse sagte einmal: Wer nicht gelitten hat, was weiß der schon? Meine Lieben, wir haben ein bisschen versucht, den Patron der Kranken und Leidenden näher kennenzulernen und von ihm auch zu lernen. Der selige Hermann der Lahme. Er nahm Zuflucht bei der Mutter Gottes. Das wunderbare Lied, das Salve Regina, ist ein beredtes Zeugnis für ihn. Die Kranken und Leidenden, so lehrt er uns, sind eine Bereicherung. Nicht nur für das Kloster Reichenau ist das so, sondern für uns alle. Und er war trotz allem glücklich durch Gottes Gnade und Hilfe, weil er auch das Leben in seiner ewigen Perspektive gesehen hat, wo alles Leid und alles Kreuz nur vorläufig ist. Amen.